Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. So, finde den Wagen des Schusters, ist unsere Aufgabe. Dann lass mal suchen. Lauf, Plätze! Irgendwie anders kommt oder so? Jo, da. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Irgendwas ist hier los. Lass mein Pferd in Ruhe. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Ist hier irgendwo noch einer? Da ist was. Wo sein Träger wohl ist? Noch mehr Schuhe? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Ich höre irgendwas. Was haben wir da oben denn? Da ist noch ein Schuh? Okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber müssen wir uns mal kurz angucken, was da oben ist. Was ist denn das? Was macht der hier? Ah, ein Troll ist da. Oh, das wird lustig. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammel nicht. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden, sonst Ärger mit Ock und Pock. Ock und Pock, sind das deine Freunde? Findergroße, Ock und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ock, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein, Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ork sagen, Mann, Schuhe machen. Für Ork, Bock und Rock Schuhe machen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ork, Bock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Östern. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Wollen wir mal schauen, wo die dann ist, ne?
Regenschuhe. Schön. Da ist hier ein mega Loch da. Also Ock, Pock und Rock. Hammer geil. Ist das die hier? Warte mal, da liegt doch was, oder? Was ist denn das? Ach so. Verdammter Hurensohn, verflucht, verfickt und verteufelt. Abwechselnd. Ork. Du. Schon gut. Ork, willst du es nicht versuchen? Wir müssen wohl mit etwas Einfacherem anfangen. Ich muss kurz nachdenken. Ach, ich hab's. Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sein? Ganz ruhig, Ork. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard! Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen, Taler sitzen. Arsch runter, Taler schwanzen und Schuhe machen. Ist das geil, Alter. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Taler nicht gehen! Taler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Taler hierbleiben! Du Schuhe haben! Ock Schuhe nicht haben! Bock nicht haben! Bock nicht haben! Taler Schuhe machen! Taler los! Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Hä? Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock für und Rock für? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Taler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Schon mal an Kinder gedacht. Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen, so viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt?
Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das, als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Hm, von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Thaler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert auf der Sohle herum und die Leute reden. Meistens nur Müll. Aber manchmal ist auch was Interessantes dabei. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Raduvit ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß-Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Alles klar. Oh, sprich mit Kehra. Oder? Nee, warte mal. Das macht, glaube ich, auch jetzt gerade keinen Sinn, oder? Ja, wir sind ja immer noch in Novigrad, das macht also gar keinen Sinn. So, ich will erstmal das hier machen. Mal gucken, wie ich das jetzt gelöst bekomme. Weil ich bräuchte Roch, das wäre echt extrem hilfreich. Dass Dijkstra uns nicht helfen wird, war mir irgendwie klar. Aber jetzt sehen wir auch nichts groß anderes erwartet, aber. Roche? Oh. Was denn das jetzt? Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Es soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit.
Verdammt. Alter. Lass mich raus! Warte mal, das ist noch einer. Lauf, schnell! Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Vatgern. Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. So. Jetzt bringen wir fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Bis dahin, haut rein und tschüss.